Was unterscheidet die Filmarbeit in der DDR von der heutigen? Die Filmarbeit in der DDR war geprägt dadurch, dass alle Grundgehälter hatten und wir und Drehtage keine Rolle spielten. Heute hast du ein Fenster von 25 bis 30 Drehtagen, Kino 30, 35, Fernsehen 22 bis 25. So. Und in der Zeit muss es geschafft werden, egal ob es regnet oder sonst was. In der DDR war es scheißegal. Da haben wir auf Wolken gewartet, tagelang. Haben wir da gesessen und so. Das wird nicht mehr heute. Die haben immer nur da gestanden. Das wird nicht mehr. Immer durch das Ding gekickt. Ich hatte meinen allerersten und ich glaube auch einzigen Orgasmus zu spielen mit Jutta Hoffmann in dem Film von Schiller Dingsbums hier. Ist egal. Und ich komme hin in historischem Uniform und Jutta auf dem Bett, auch in historischen dicken Kleidern. Und ich komme rein und Stella, hier ist Stella, ja, von so, der Blick war es so. Und wir sollten zusammen knallen und es miteinander treiben. Und so, und bevor wir es probiert haben, war in dem Zimmer oben so ein kleines Fenster drin. Und Langhoff, der Regie geführt hat, das Drehbuch war übrigens von Jürgen Gosch, der sagte, wartet mal, jetzt ist die Scheißwolke weg. Das war so schön da oben mit der Wolke. Ich kürze ab. 4 Tage haben wir auf diese Scheißwolke da oben. Inzwischen alle Geschichten von Jutta, ich alle, wir haben da so auf einmal von hinten gebrüllt. Kommen, wir drehen, die Wolke ist da. So, nach 4 Tagen, ruff. So, und Jutta, ich muss mal schnell aufs Klo. Der liegt hier aufs Klo. Ich alleine. Er kommt alleine rauf. Weg zusammengeschissen von Dings. Wo ist Ritter? Wer kommt? Ich sage, die müssen mal aufs Klo. Ja, wir, jetzt ist die Wolke wieder weg und jetzt könnten wir drehen. Und ich sage, ja, kommen wir noch mehr. Und dann kam Jutta auf einmal an Yushi. Dann war er umgekehrt. So, ruf, wir drehen. Wir drehen. Ich gekommen in, sie hatten falsche Timing, kommt zu früh. Weil ich wollte, pass mal auf, wir machen einfach so ein Crash-Ding. Die Klamotten sind im Weg, alles scheiße und das funktioniert überhaupt gar nicht mit diesen Mistklamotten. Und sie spielte aber schon, als wenn ich, war ich aber noch nicht. Und bis heute nimmt sie mir das übel, weil ich später weil ich gesagt habe, du bist zu früh gekommen, hast sie gespielt und ich war noch ja nicht, ich war noch einen halben Meter von dir entfernt. Ja. Aber die Wolke. Also ich habe den Unterschied verstanden, wie man in der DDR und heute gedreht hat.